Hallo zu der Hamelin-Salat, dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene aus dem Frühteam und ich heiße euch mal wieder zu einer neuen Folge hier willkommen. Und heute wird es unter anderem um das Thema Klimawandel gehen. Ein Thema, das uns alle betrifft und das wir besonders auch in unseren Gärten zu spüren bekommen. Wir haben daher eine Expertin eingeladen, mit der wir darüber sprechen werden, wie wir unseren Garten klimafreundlich gestalten können. Und vorab aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback. Wenn ihr also Themenwünsche, Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns auch gerne an hello@fruit.app. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst auch gerne eine Bewertung da auf der Plattform, auf der ihr uns auch immer hört, weil dann finden uns noch mehr Menschen und können uns auch hören. Da freuen wir uns sehr. Nun aber ran ans Thema und ich freue mich schon auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast und zwar der Heike. Heike ist Diplom-Gartenbauingenieurin und seit vielen Jahren als gefragte Autorin, TV-Expertin und so weiter im Gartenmarkt unterwegs. Und sie hat das Buch Der klimafreundliche Garten veröffentlicht. Sehr spannend, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Wir erfahren da bestimmt auch gleich ein bisschen mehr von. Und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Heike. Schön, dass du heute hier dabei bist. Einen schönen guten Morgen, Marlene. Ja, wir sind uns hier per Videoschalte zugeschaltet und können uns sehen. Ich freue mich, dass wir uns kennen und ein bisschen über dieses wichtige Thema sprechen können. Wir starten wie immer mit einer kleinen Vorstellung. Also sag doch gerne mal ein paar Sätze zu dir. Sehr gerne. Mein Name ist Heike Bohmgarten. Ich bin Diplom-Gartenbauingenieurin. Und habe ein Ingenieurbüro schon, gefühlte 100 Jahre. Habe in Geisenheim Gartenbau studiert, war auf der Welt ein bisschen unterwegs und habe mich mit dem Thema schon vor langer Zeit beschäftigt. Was ist eigentlich der Anbau von Obst und Gemüse? Wie kann man Bewässerung machen? Ein Thema, das ja schon wirklich weltweit immer hochinteressant war. Bin die Initiatorin der essbaren Städte, mache Großprojekte auf der ganzen Welt, auch bis nach Kenia. Macht da Projekte für Frauen, die durch Selbstversorgergärten dann ein eigenes Einkommen machen können in ihren Townships, mache also Beratungen und beschäftige mich weltweit, ich sage es immer so, mit ökohumanen Projekten, der Mensch und die Natur wieder ein bisschen zusammenzubringen und viel Freude dabei zu haben. Ja, wow, da könnte ich jetzt in alle möglichen Themen tiefer reingehen. Vielleicht ein andermal, sehr spannend. Wie ist denn dazu gekommen, dass du Gartenbauingenieurin geworden bist? Also wann hast du so mit dem Gärtnern losgelegt? Also Gärtnern ist eine ganz tolle Sache. Also ich habe schon als Kind es unglaublich geliebt, im Garten ein bisschen mitzumachen. Nicht unbedingt zu arbeiten, sondern den Genuss zu haben, von den Johannisbeeren bis zum Blumenpflücken, auf dem Obstbaum zu sitzen und all die schönen Sachen. Also Garten war mein Reich. Also ich muss sagen, es ist schöner als Indoor gewesen. Ich war immer gerne draußen. Und als ich dann mein Abitur hatte, habe ich mir überlegt, was machst du? Was ist ein richtig schöner Beruf für dich? Ins Büro willst du nicht? Und dann habe ich Obstbau gelernt, richtig klassischen Obstbau. Und seitdem arbeite ich in meinem Beruf. Und du gärtnerst auch dann täglich oder wie sehr ist das so in deinem Alltag integriert? Ja, natürlich gärtner ich täglich, weil ich habe ja auch einen Garten. Wir leben in einer alten Schule und da drum 800 Quadratmeter Gartenfläche, wovon der ein Teil der Garten mehr nach den Biodiversitätsstrategien ist. Das heißt, der Vorgarten mit Teich, mit Bäumen, mit Stauden, die Insekten lieben. Und der hintere Teil ist ein Nutzgarten. Und da gefällt mir sehr gut, dass wir so ein bisschen in die Permakultur gegangen sind und natürlich auch Hühner haben. Wow, es hört sich ja nach dem Traum von jedem Gärtner, jeder Gärtnerin an. Ja, super schön. Sie strahlt gerade für alle, die es gerade nicht sehen können. dann hast du ja ein Buch geschrieben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, ich mache jetzt mal was auf Papier dazu? Ja, das ist ja nicht mein erstes Buch. Ich habe schon mal 4 andere davor geschrieben, aber ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit Klimawandelstrategien. Das hat natürlich einmal in meinem Regionalbereich was zu tun, dass wir Bewässerungsverbote zum Beispiel im Garten hatten die letzten Jahre, obwohl wir im Mittelgebirge sind. Das heißt eigentlich sehr regenreich. Und andererseits natürlich in meiner Arbeit, klar, merkst du mit vielen Kollegen, wie sich die Zeiten ändern, wie das Klima Einfluss nimmt. Nicht nur vom Waldsterben, die Parks sehen schlecht aus, die Gärten waren vertrocknet, vieles funktioniert nicht mehr. Da macht man sich Gedanken und bei den Gedanken kommt man natürlich auch darauf, ups, Klimawandel war noch nie da, menschengemachter. Wir wissen nicht, was passiert. Mhm. Und alleine sich auf den Weg zu machen und sagen, ich habe eine Kernkompetenz Gartenbau, das wäre ja doch ein bisschen
groß gegriffen, muss man ehrlich sagen, auch wenn man viel mit Kollegen redet. Also habe ich mir überlegt, mit meinem Mann zusammen, der Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz gewesen, ist jetzt in Rente, ein Buch zu schreiben, aber nicht alleine zum klimafreundlichen Garten, sondern die Kompetenz von 35 wirklich hochkompetenten Kollegen in dem Bereich abzufragen, immer über zwei Seiten, immer über ihre Kernkompetenz, so die Sammlung der Kernkompetenzen, ob die Baumschule oder Gartenbau oder Permakultur oder öffentliche Parks. Und es war total schön, weil damit haben wir ein ganz großes Spektrum auch für mich sich eröffnet, wie gehen wir mit dem veränderten Klima und mit der veränderten Situation um. Und damit ist es eine Bereicherung gewesen. Und ich habe halt die ganzen anderen Themen aufgearbeitet. Das heißt, wie pflanze ich richtig bis zum Baum, was für Sorten, was für Arten drumherum und immer die Kernkompetenz mitten rein zu einem Thema. Unglaublich Spaß gemacht, war ganz spannend, ein Riesenprojekt von 2 Jahren, weil Ja. man hat ja immer mit allen zusammen Feedback gehalten. Wo gehen wir hin? Wie sieht es in diesen 2 Jahren auch mit deiner Veränderung aus, in deinen Betrieben oder in deiner Arbeit? Und das war extrem spannend, weil wirklich von der Baumschule bis zum Weinbau sind alle dabei. Ja, hört sich super spannend an. Es erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an unsere Community. Da, also in unserer App gibt es einen Teil der Community, heißt, wo ganz viele GärtnerInnen sich täglich austauschen. Und das ist quasi so ein täglicher Live-Austausch, ne? Was ist bei euch gerade los? Und ja, die Aussaat irgendwie hat sich verschoben und die Pflanzen wachsen nicht richtig. Also auch so, also mit dem Klimawandel Gärtnern ist da irgendwie möglich. Und das erinnert mich auch so ein bisschen daran, was du gerade erzählst, ne? Weil es ist ja wirklich so, dass sich super viel verändert. Vieles, was man so kennt, stimmt gar nicht mehr so oder man kann man gar nicht mehr so anwenden, weil sich einfach alles die ganze Zeit so verändert und man einfach manchmal denkt, wann soll ich jetzt bitte was machen und womit kann ich meinen Garten eigentlich für die Zukunft irgendwie ja, wappnen? Da sprechen wir jetzt ja vielleicht in den nächsten Punkten ein bisschen drüber. Du kannst ja vielleicht zunächst mal eine kleine Einordnung geben oder eine Definition von einem klimafreundlicher Garten. Also was ist denn ein klimafreundlicher Garten für dich? Ja, ein klimafreundlicher Garten ist natürlich ein Garten. In unserer Kultur sind wir etwas weit weg vom Garten langsam. Wir müssen nur an die Schottergärten denken. Also fangen wir schon mal bei dem Minimalismus an. Ein klimafreundlicher Garten besteht aus Pflanzen, Boden und der Vielfalt des Lebens. Also, aber ich sage immer, wir fangen am besten im Boden an. Ein gesunder Boden ist zum Beispiel unglaublich klimafreundlich. Wie gehe ich mit dem Boden um? Der trägt die Pflanzen, der nährt die Pflanzen, der macht den Garten aus. Das heißt also, im Boden sollte ich immer darauf achten, dass da sehr viele Lebewesen sind. Also wir reden dann hier von Kreislaufwirtschaft, Kompost, Nachhaltigkeit, kein Torf verwenden. Wir wissen alle, die Moore sind existenziell, um CO2 einzulagern, sondern selber Boden aufzubauen und diesen Boden zu bepflanzen. Mit Pflanzen. Scheint manchen weit weg, aber diese Pflanzen sorgen einfach dafür, dass sie den Boden beschatten, dass der Boden gesund bleibt, dass Wasser im Boden bleibt. Und wenn ich dann sehr viele Pflanzen sehr eng pflanze, sorgen die natürlich durch ihre Blätter auch dafür, dass sich mehr Humus aufbaut, mehr CO2 speichert, dass das Klima besser wird. Das heißt, jede Pflanze kühlt ja ihre Umgebungstemperatur auf circa 30 Grad. Das macht die ganz einfach, weil sie sonst Angst hat zu verbrennen. Das heißt, sie verdunstet Wasser. Sie verdunstet in die Luft rein, es gibt eine Zirkulation, das ganze Umfeld wird gekühlt und damit klimafreundlicher. Und Wasser kann im Boden bleiben durch die Beschattung. Es wird sowieso das Megathema unserer Zeit sein, Beschattung, aber Beschattung, die eine kühlende Wirkung hat, also jetzt nicht mehr diese Netze, die man drüber spannt oder Sonnensegel, das nützt nicht viel, da staut sich die Hitze. Wir brauchen Bäume, brauchen Pflanzen und die machen ganz viel. Das sind natürliche Klimaanlagen, ob ganz klein in den Fugen, die ja sonst so liebevoll ausgekratzt werden. Auch da haben wir in unserem Buch ein großes Thema. Lass die Fuge grün werden, bis hin zu den schönen Bäumen für den Garten. Der kleine Garten mit den kleinen Bäumen, der große Garten mit den großen Bäumen und vielleicht auch der Blick, wie hat es der Wald früher gemacht? Wie reguliert sich Temperatur, Humusaufbau im früheren Waldleben? Das ist ein klimafreundlicher Garten, ein Garten, der einen gesunden Boden hat, ohne Torf, der Wasser halten kann, der viele Pflanzen drin hat, der seine Umgebungstemperatur kühlt und der uns Freude bereitet. Denn das ist ja nur das A und O, dass der Mensch im Garten sich richtig wohlfühlt. Ja, Freude passt ja auch zu Früd.
Fruit bedeutet nämlich Freude für alle, die es noch nicht wussten. Und das, was du gerade erzählst, erinnert mich auch so ein bisschen an eine vergangene Folge, die wir schon hatten, und zwar zum Prinzip Waldgarten, wo auch die beiden, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, dass es für sie auch dieses Konzept der Zukunft ist. Und mit dieser kühlen Wirkung, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, das habe ich jetzt neu gelernt. Und es ist ja auf jeden Fall für alle, die zuhören, hoffentlich auch eine Motivation, ne? Weil man ja im eigenen Garten dadurch oder rund um den Bereich, wo man lebt, ein besseres Klima schafft, ne? Also, ja, das ist ganz spannend, weil viele denken, jetzt wo es so trocken ist, muss ich die Pflanzen ein bisschen mehr auseinander pflanzen, damit die mehr Platz haben, mehr Wasser haben. Aber wenn wir die Pflanzen jetzt ganz eng pflanzen, dann kühlt jede Pflanze ein bisschen ihre Umgebungstemperatur, den Boden. Der Boden kann sich nicht aufheizen, der Boden bleibt gesund. Und diese kühlende Wirkung ist eigentlich das, auf was wir setzen müssen. Man merkt es doch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel aus der Stadt kommen und wir gehen in unseren Garten, ganz andere Temperatur. Oder wir gehen in den Wald. Da sagt man, boah, ich atme so durch, es ist irgendwie, es tut mir so gut. Das ist eine Masse von Pflanzen, die diese kühlende, erfrischende Wirkung haben. Und dieser schöne Geruch bei Pflanzen, da achten wir auch darauf, dass sie zum Beispiel Sauerstoff produzieren. Also wenn wir in den Wald kommen und in den Garten kommen, können wir besser durchatmen. Bei der Hitze, wo sonst Sauerstoff reduziert wird. Und natürlich, also es ist einfach diese Aromen von den Pflanzen. All das zusammen wirkt natürlich, dass wir uns total gut fühlen. Apropos Pflanzen, gibt es welche, die du denn empfiehlst? Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, nicht alle haben so einen super großen Garten, können nicht alle unbedingt Bäume oder große Bäume anpflanzen. Was sind denn so klassische Pflanzenarten, die du empfehlen würdest? Also viele gehen ja komplett in den mediterranen Bereich. Das ist ein bisschen kritisch, weil wir haben ja natürlich in Deutschland auch immer noch kalte Winter. Also komplett ist das ein bisschen schwierig zu sehen. Aber da kann ich wirklich sagen, da gibt es Lösungen, denn es gibt ja Steppenpflanzen. Pflanzen, die in den Steppen wachsen. Das heißt, es ist richtig heiß und da wird es im Winter richtig kalt. Da gibt es zum Beispiel für Menschen, die Stauden lieben, also die Vielfalt der Blütenpflanzen, ganze Konzepte. Aber dazu muss man dann natürlich auch mal sagen, das sind Pflanzen, die wir in den Garten pflanzen. Vielleicht sollten wir auch mal dahin gucken, was kommt von alleine. Denn unsere heimischen Pflanzen haben den Vorteil, und da gehen wir mal ganz kurz zu Mendel. Mendel, das hat ja diese genetischen Informationen erklärt. Das heißt also, unsere Pflanzen leben ja in ihrem Umfeld. Gerade die Beikräuter, also die, die sich mehr aussehen, also Pflanzen, die sich wirklich wohlfühlen, die wissen dann, oh, der Standort ist ein bisschen trockener geworden, ja, ein bisschen heißer, und geben das in ihrem Saatgut ein bisschen weiter. Das heißt also, Pflanzen lernen ja. Der Prozess des Mendelns. Und das ist ganz gut, wenn wir sagen, warum gucken wir nicht hin, wie viele schöne heimische Pflanzen in meinem Garten sich wohlfühlen. Und achten dann auch mal darauf, vielleicht sind die essbar. Das ist nämlich spannend, weil viele unserer Beikräuter können wir ja essen. Warum kultivieren wir die nicht einfach in unserem Garten? Die haben eine große Dynamik, die fühlen sich wohl. Da gehen wir da vom Löwenzahn, Gösch, Gundermann, all diese wunderbaren Pflanzen aus. Und diese Pflanzen können wir dann auch verzehren. Wenn man Pflanzen kaufen will, dann sollte man dann auch drauf gucken. Zum Beispiel bei Bäumen, da gibt es tolle Wildobstarten, die sehen fantastisch aus. Also eine Feldenbirne, so schön und so erbeerntbar. Und also was es ganz Tolles gibt, das ist die weidenblättrige Birne. Die sieht ein bisschen aus wie eine Olive. Also das ist mein ultimativer Tipp. Habe ich nie gehört. Toll. Ja, die ist ganz schön. Die hat lazettenförmige Blätter und ist so ein bisschen silberfarben, sieht aus, ganz edel wie eine Olive, ist aber eine Wildbirnenart und die blüht wunderbar. Alle Wildbienen lieben die und da muss man immer drauf achten. Und im Winter hilft sie den Amseln ganz wunderbar, diese kleinen Birnchen über den Winter zu kommen. Und so beim Gemüse, wenn wir aufs Gemüse schauen, weil ja viele hier bestimmt auch einen Gemüsegarten haben, worauf achtest du da bei Sorten? Dann auch viel auf alte Sorten oder so regionale Sorten? Hier ist es auch natürlich toll, dass wir, wenn wir Sorten nehmen, die sich in unserem Garten bewährt haben. Das heißt, wir verzichten jetzt auf F1-Hybriden, das sind diese gezüchteten Sorten, sondern nehmen alte Tomatensorten, Auberginensorten, Zucchinis, die mal kein Mehltau bekommen haben, beobachten in unserem Garten und ziehen unser Saatgut selber. Da sind wir wieder bei Mendel. Was in unserem Garten sich wirklich bewährt hat und richtig wohlfühlt, da muss man ein bisschen ein Experimentierfeld machen, das nimmt man verstärkt in den nächsten Jahren, tauscht es mit den Nachbarn auch. Das ist auch ganz wichtig, dass die Nachbarn das auch alles bekommen. Und so kann ich dann mit klimaresistente Pflanzen selber ziehen.
Oder ich kann natürlich auch auf die großen Messen gehen. Das finde ich auch immer ganz spannend. Man kann ja nicht alles selber machen. Da gibt es Biogartenmessen und die finde ich ganz toll, von Biogärtnern gemacht. Die haben hunderte von Gemüsepflanzen. Die erzählen zum Beispiel auch unglaublich tolle Storys, zum Beispiel von der Taglilie, die absolut mit dem Wetter zurechtkommt und an der die ganzen Blüten essbar sind, sogar die Blütenfrüchte. Das heißt, man kann auch noch so viel lernen. Also nicht nur von den einjährigen Kulturen, den Tomaten, die sich bei Sonne wohlfühlen, sondern auch über Stauden. Was kann ich an Stauden nehmen? Was kann ich an Blättern von Stauden nehmen? Also die Zukunft ist da ganz groß. Und das hat natürlich auch manchmal einen kleinen Vorteil im Klimawandel. Wir können jetzt ein viel größeres Spektrum anbauen als vorher, wenn wir längere Wärmeperioden haben. Also das finde ich ganz spannend. Aber hier geht es auch ein bisschen ums Experimentieren. Aber sehr gut sind natürlich immer Sorten, die wirklich sich selbst vermehren können, weil die lernen, mit dem Klima umzugehen. Zum Klimawandel noch mal eine Frage. Du, vielleicht hast du das auch schon so ein bisschen beantwortet im Bereich dieser Beschattung. Aber vielleicht hast du noch weitere Tipps zum Thema Wassermanagement, weil das ist ja ein wichtiger Aspekt, wenn es auch um klimafreundliche Gärten geht. Welche Strategien und oder Techniken können wir denn einsetzen, um Wasser zu sparen und gleichzeitig unsere Pflanzen gut zu versorgen? Also da sind wir dann schon wieder fast beim Thema Boden, weil das Wichtigste ist der Boden. Der Boden speichert Wasser. Und der Boden muss das Wasser behalten. Das heißt, der Boden darf niemals offen sein. Wir müssen konsequent mulchen, das ist ganz wichtig, damit unten aus den Kapillaren über den Wind und die Sonne das Wasser nicht entzogen werden kann. Und wir müssen Humus aufbauen, weil das Wasser sich in der Humusschicht speichert. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ich eine Beschattung habe. Wenn der Boden sich nicht erwärmt, dann verdunstet er auch weniger Wasser. Das heißt, über dieses System des Waldgartens, der mehreren Schichten, einjährige Stauden, Sträucher, Bäume, habe ich eine komplette Beschattung des Bodens. Ich verbrauche viel weniger Wasser. Kann man sich auch einen kleinen vorstellen. Ein Mini-Apfelbaum, drunter eine Johannisbeere, ganz unten habe ich dann ein paar Kräuter und davor habe ich meine Tomate. Sensationelle Erfolge. Das funktioniert auf kleinsten Raum bis in den großen hinein. Dann muss ich natürlich gucken, wo kommt das Wasser her und was ist versiegelt. Ich muss versuchen, die versiegelten Flächen in meinem Garten und allen möglichen Flächen ein bisschen aufzubrechen. Das heißt, alles, was gepflastert ist, mal ein paar Pflaster rausnehmen, ein paar Stauden reinsetzen, die offene Fläche wirklich schaffen, damit das Wasser, wenn es regnet, in den Boden eindringen kann, nicht einfach abläuft. Das ist ja das größte Problem bei unserem Bodendürre, die wir haben, immer noch, obwohl es jetzt im Moment regnet. Größte Problem ist, dass das Wasser nicht versickern kann, sondern über unsere gigantisch versiegelten Flächen abläuft. Wer ein Häuschen hat, der hat es relativ einfach. Der kann nämlich einfach an sein Wasserfallrohr einen sogenannten Wasserdieb anbringen. Ups, denkt man sich, was das? Das ist nur ein kleiner Einsatz, an dem ist ein Schlauch. Und dann legt man diesen Schlauch einfach so 3, 4 Meter vom Haus weg und lässt das Wasser im Herbst, im Winter und Frühjahr einfach nur in den Boden laufen. Im Boden bilden sich natürliche Wasserspeicher und diese Wasserspeicher füllen sich dann. Der Boden ist in der Lage, weil er ist ja ein Schwamm, mehr Wasser aufzunehmen. Und dieses Wasser kann von Bäumen im Frühjahr, wir hatten ja so ein heißes Frühjahr und so einen heißen Frühsommer, kann das Wasser genommen werden. Wenn ich die ganze Zeit, das ganze Jahr dieses wirklich System mit dem Wasserdieb im Garten habe, habe ich Unmengen Wasser. Also das kommt bis zu 30 Kubikmeter, 40 Kubikmeter zusätzliches Wasser im Boden. Und das ist faszinierend, wie diese kleine Maßnahme unglaublich viel bewirken kann. Das Wasser geht nicht durch den Kanal ab, sondern das Wasser bleibt in der Region, also in meinem Boden, kühlt meinen Garten und ich habe ein ganz kleines Ökosystem selber geschaffen. Super smart, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, sehr cooler Tipp. So, ich denke mal, alle, die jetzt ein Haus haben, denken so, oh, das mache ich jetzt sofort. Guck mal, die auch einen Schrebergarten haben, ganz einfach. Man kann ja auch, also das Dach vom Schrebergarten nutzen. Man lässt das Wasser in die Tonne laufen und im Winter stellt man das ja ab und im Herbst, gell? Unsinn. Einfach unten den Schlauch dran machen.
das Wasser vom Dach über die Regentonne, die man da hat, über den Schlauch in den Garten laufen lassen. Die ganze Zeit. Also das Kompensieren des Wassers und dann in den Garten laufen lassen. Dann hat man auch im Schrebergarten, in der Kleingartenanlage, überall hat man die Möglichkeit, dieses Wasser in den Boden laufen zu lassen und nimmt dann diese versiegelte Fläche weg. Das ist total spannend, wenn man überlegt, was für Wassermengen man in den Boden hat und die Ergebnisse. Ihr könnt das mal experimentell machen, alle, die zuhören, mal einen Garten wirklich über die Gartenhütte das ganze Jahr über bewässern, also immer das Wasser reinlaufen lassen, niemals abdrehen, auch wenn man Angst vor Frost hat. Da passiert nichts, wenn das Wasser durchläuft. Und eine Parzelle daneben nicht. Das ist Sauberei. Ja, jetzt, ich denke mal, du hast auf jeden Fall einige motiviert. Für mich hört sich auf jeden Fall mega an. Das heißt, man hat jetzt damit vielleicht schon mal dieses Thema Wasser und Wassermangel ganz gut abgedeckt. Jetzt kommt ja noch mit dem Klimawandel, irgendwie kommen noch andere Sachen einher, und zwar so Extremwetter, Hitzewellen, Dürreperioden, aber auch so Starkregen oder Hagel. Also gab es jetzt auch ganz viel, wo wir immer bei uns in der Community alle so ein bisschen mitgeführt haben, weil ganze Gärten zerstört wurden. Hast du vielleicht in dem Bereich noch ein paar Tipps, wie man seinen Garten so ein bisschen widerstandsfähiger machen kann? Auch hier kann man wieder so ein bisschen auf die Natur gucken, und die Biologin Bärbel Oftring hat mal einen wunderbaren Artikel geschrieben über die Wichtigkeit von Bäumen zum Verschlagen von Regen. Das fand ich total spannend, aber wenn wir uns überlegen, Bäume haben ja große Blätter. Wenn es jetzt einen Starkregen gibt und der würde normalerweise runterklatschen, ungebremst, dann würde er den Boden wegschwemmen, gar nicht im Boden eindringen. Stehen da aber Bäume, auch wenn deren Blätter mal zerschlagen werden, zerspritzt der Regen. Die Tropfen werden wesentlich kleiner, sie kriegen eine andere Energie, das kann man sich aus der Physik gut vorstellen, und tropfen dann langsam in den Boden rein. Sie zerschlagen sozusagen die großen Tropfen, die sonst so einen starken Schaden anrichten würde. Also bedeutet das wieder für meinen Garten, umso mehr Bäume ich habe, umso mehr Möglichkeiten hat der Regen zu zerspringen und langsam in den Boden einzudringen. Hagel ist natürlich etwas, was man nicht verhindern kann. Mhm. Aber auch hier gilt, wenn er nicht, weil er kommt ja immer in so, ja, wie nennt man das, auf so Wegen, also in so Nischen rein. Also auch hier gilt, umso mehr Bäume da sind und umso mehr das abgefangen wird, die Wucht, also das ist ja die Unterfallwucht auch vom Hagel, umso besser kommt man mit dem Schaden zurecht. Das heißt also, wir müssen auf unsere Bäume achten, besonders die alten Bäume, die unglaublich viel abhalten können, und neue Bäume pflanzen. Okay, also ran an die Bäume, vielleicht ja sogar nochmal so einen kleinen Birnbaum, der hat auf jeden Fall es mir jetzt auch angetan mit deiner Beschreibung. Die weidenblättrige Birne, mein Tipp. Gehen wir mal so ein bisschen aus den Gärten raus, die man vielleicht so klassisch kennt, Haus mit Garten oder Schrebergarten. Der Trend zu diesem Urban Gardening, ne? Also es ist ja richtig schön, immer mehr Menschen auch in der Stadt gärtnern und auch immer mehr kleine Gartenflächen werden benutzt. Welche besonderen Herausforderungen und Chancen ergeben sich denn für einen klimafreundlichen Garten, so besonders in diesem Bereich Urban Gardening? Ja, Urban Gardening ist ja eine tolle Bewegung. Ich bin absolut begeistert davor. Vor 12 Jahren habe ich die essbare Stadt Andernach initiiert. Das ist ein Button-up- und Top-Down-Projekt. Das ist eine Mischung zwischen Stadtverwaltung und Bürgern. Und da ging es auch um Klimawandelstrategien. Das heißt also, wenn wir uns die Stadt neu angucken, als Wohnfläche des Bürgers, also die Stadt gehört dem Bürger, da wird der Bürger zum Gestalter. Wir wissen ja aus der Gestaltungstheorie, dann, wenn du gestaltest, bist du glücklich. Dann haben wir sehr viele Vorteile. Einmal haben wir natürlich dadurch, dass Menschen, die der Stadt leben und diese Stadt lieben, wenn sie sie selber mitgestalten, einen anderen Zugang dazu haben. Wir bringen ganz viele Pflanzen auf die Fläche. Da haben wir die kühlende Wirkung. Dann haben wir natürlich auch den Spaß und die Community. Das ist das Allerschönste dran. Wir gestalten was und wir sehen aber auch, wo etwas gestaltet werden kann. Man kriegt einen anderen Blick auf sein Lebensumfeld. Dann ist natürlich die Eigenproduktion von Obst und Gemüse auf kürzestem Raum, wenn wir über Klimaschutz reden, das top. Denn regionales Obst und Gemüse ist ja eigentlich vom CO2-Fußabdruck untoppbar. Aber dann haben wir natürlich noch was ganz Schönes, und das macht mir so viel Freude.
mit der Vielfalt des Gemüses und der Vielfalt der Aktionen und der vielen Stellen, die in der Stadt entstehen, als Grünfläche haben wir auch viel mehr Leben in der Stadt. Biodiversität ist das Schlagwort. Das heißt also gerade bei den Kreuzblütlern wie Kohl oder sowas, wenn man Salat blühen lässt, dann kommen so viele Schwebfliegen, dann kommen so viele Insekten, da kommen so viele Schmetterlinge. Und das ist einfach wunderschön und so existenziell für uns. Denn der Erhalt der Biodiversität ist der beste Klimaschutz. Da könnte man wieder auf den Boden kommen. Aber das brauche ich gar nicht, sondern ich finde, das ist eigentlich die Stadt der Zukunft. Und ich berate ja viele Städte und Gemeinden. Und die sagen alle, wir hätten das gerne vom Obst und Gemüse und ganz viel Beerenobst. Und es ist wirklich so, es ist unproblematisch. Es ist nur ein neues Denken, ein neuer Weg. Und dafür hat natürlich ihr als neue Stadtbürger, ihr habt natürlich die absoluten Chancen, die Stadt zu eurem Platz zu machen. Ihr habt die Möglichkeiten, die Türen stehen offen und man kann so viel Schönes gestalten und man kann auch Art erhalten machen. Also ich bin ein großer Fan vom Urban Gardening und sage, da gibt es tausend Ideen. Darmstadt gefällt mir zum Beispiel total gut. Die haben sogar essbare Fahrradwege gemacht, bei denen ist alles essbar geworden. Parkplätze werden jetzt, die Hälfte der Parkplätze werden reduziert. Da gibt es Grüninseln mit Kiwis und all. Wie schön ist das denn? Das ist eine Eigendynamik. Es passiert, es bewegt sich. Jeder kann was tun und jeder kann eigentlich, und das ist das Schöne, zum Thema Klimawandel sind wir ja auch immer so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen deprimiert und boah, was können wir tun? Muss ich denn jetzt irgendwie nur noch daheim bleiben? Kann ich nicht mehr mobil sein? Nein, ich muss rausgehen, ich muss gestalten, ich muss pflanzen, ich darf gepflanzt werden. Damit verändere ich so viel. Und das ist das Schöne. Also der klimafreundliche Garten oder die klimafreundliche Stadt ist nichts anderes, als dass Menschen sich zusammentun, um ihr Lebensumfeld so richtig schön zu machen und das gemeinsam mit viel Freude und viel Spaß. Also Flächen erschließen in der Stadt, dann da anbauen, also genau, Arten bewahren, finden wir natürlich von Fröd auch total wichtig, dass man da schaut, dass diese Artenvielfalt nicht verloren geht. Ne? Also für alle, die es vielleicht noch nie gehört haben, es gibt ganz tolle ArtenretterInnen, wo man alte Sorten kaufen kann und auch untereinander tauschen kann. Das macht ja auch Spaß, ne? Wenn man so sein Saatgut zusammentauscht. Und auch in der Stadt hat man da ganz viele Möglichkeiten. Also schaut mal bei euch einfach in der City zum Beispiel, der Verein FEN, also der Verein zur Erhalt von Nutzpflanzenvielfalt, der hat auch mal ganz viele Events, da kann man auch vorbeigehen oder sich vernetzen. Also das ist vielleicht noch ein kleiner Tipp. Vielleicht hast du auch noch welche? Auch ein schöner Tipp ein. Es gibt ja den Bio-Balkon-Kongress. Das ist die größte Community, glaube ich, Deutschlands. Und da geht es um den Erhalt der Vielfalt und Gemüseanbau auf dem Balkon, auf kleinen Balkons. Da erlebt man unglaubliche Dinge. Ich habe auch in meinem Buch einen wunderschönen Artikel dazu. Die Birgit hat mitgeschrieben, weil das Thema Stadt und Balkon ist ganz wichtig. Da kann man ja mal recherchieren. Da kriegt man unglaublich viele Infos. Und natürlich auch in unserem Buch ist es auch abgebildet. Ja, also wer sich für Balkongärtnern interessiert, dann schaut da auch mal da vorbei. So, nochmal vielleicht eine kleine Zusammenfassung, weil wir jetzt über relativ viele Themen gesprochen haben oder auch nochmal so ein kleiner Ausblick auf Themen, die wir noch nicht angerissen haben. Was sind deiner Meinung denn nach dann die wichtigsten Schritte, die jeder Gärtner und jede Gärtnerin unternehmen kann, um seinen oder ihren Garten klimafreundlich zu machen? Also wir hatten einmal dieses Wasser- und Bodenthema, dann auch regional zu schauen, was gibt es eigentlich, was wächst hier ganz gut. Dann hast du mal diese Fugen kurz angerissen, aber was gibt es vielleicht noch so für Tipps, die alle so noch mitnehmen können zum Ende, um dann richtig loszulegen mit dem klimafreundlichen Garten? Also ganz wichtiges Thema ist plastikfrei. Versuchen auf Plastik zu verzichten, verzichten auf jegliche Art von Pestiziden, altes Wissen wieder zum Beispiel zum Pflanzenschutz nehmen mit Jauchen und Brühen. Alles, was im Garten ist, bleibt im Garten. Das heißt, wir machen Stoffstrommanagement. Und ganz wichtig ist natürlich immer zum klimafreundlichen Gärtnern die pure Lust am Gärtnern. Weil in dem Moment, wo ich eine Lebenswelt schaffe, habe ich unglaublich viel Klimaschutz gemacht. Also mit Freude dranbleiben, das unterstützen wir auf jeden Fall immer auch. Okay, dann würde ich sagen, sind wir sogar schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Wenn man jetzt aber noch mehr zum Thema erfahren möchte, also noch zum Schluss, wo findet man denn weitere Informationen darüber und auch über deine Arbeit? Ja, ich habe eine Homepage, da kann man drauf gucken.
Unter Heike Bohmgarten, da sieht man meine Arbeit, kannst einfach mal in Google reingeben, Suchmaske oder wo immer. Dann kommt einiges. Dann habe ich natürlich mein schönes Buch, das kann ich jetzt mal gerade hier hinhalten, oder? Sieht man das? Natürlich. Das ist echt großartig. Das ist nicht nur, weil wir es geschrieben haben oder ich hauptsächlich geschrieben habe, sondern das liegt einfach daran, weil ich so tolle Kollegen dabei habe. Da kann man ganz viel erfahren. Es gibt tolle Sendungen und es gibt euren Podcast. Und ja, das gehört einfach alles zusammen, dass wir eine große Community werden, uns auch mal informieren, was machen andere Städte. Ausflüge lohnen sich unbedingt nach anderen, nach Darmstadt. Einfach mal zusammen losziehen, hier die Initiativen anfragen, sich informieren. Es gibt so tolle Sachen und ja, das macht unglaublich Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen, denn Klimawandel ist etwas, ein Ist-Zustand und es wird so sein. Wir wissen es nicht, wie es wird. Aber wir können doch Lösungen erarbeiten. Wir sind dem nicht ausgesetzt. Es liegt in unserer Hand, diese Welt zu erhalten. Und ich finde, wir dürfen es auch positiv sehen, denn wir können aktiv was gestalten. Wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist. Vielen Dank, liebe Sehr Heike. gerne. Ich habe auf jeden Fall einen richtigen Schatz an Tipps mitgenommen, besonders das mit diesem Wasser ableiten finde ich total toll. Das habe ich noch nie gehört. Und ich denke mal, vielen geht so, dass die sich jetzt motiviert von dir fühlen. Also vielen Dank. Sehr gerne. Hat mir Freude gemacht. Danke, Marlene. Danke dir. Dann war es das heute mit Da haben wir den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Schaut doch auch mal in unserer Früd-App vorbei. Hier findet ihr in kurzer Zeit all das Gartenwissen, was ihr so braucht, um euer eigenes Gemüse anzubauen. Und ihr könnt auch von einer großen, tollen Community aus HobbygärtnerInnen profitieren oder euch inspirieren lassen. Da wird besonders gerade auch viel darüber gesprochen, was alles so geerntet wird, was läuft gut dieses Jahr und was nicht. Also schaut mal rein. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früd.app. Und wie Heike auch gesagt hat in den letzten Folgen vom Podcast, könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal informieren. Also wir haben auch schon viel zum Thema gemacht, wie man Artenschutz im eigenen Garten zum Beispiel betreiben kann, wie man alte Sorten anbauen kann oder auch eben dieses Prinzip Waldgarten nutzen kann. Also guckt doch auch gerne bei den alten Folgen vorbei. Und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Gärtnern, viel Freude in eurem Garten und bis zum nächsten Mal.